Jesus will uns bauen. Hallo, ich nehme an, dass die meisten von uns ein Zuhause haben. Natürlich gibt es auch eine ganze Reihe, ja, sehr viele Menschen, die kein Zuhause haben oder keine Wohnung und schon gar kein eigenes Haus. Aber es gibt doch eine Möglichkeit, zu einer Wohnung zu kommen, ohne dass man dafür eine ganze Menge Geld dafür hinlegen muss, besonders in diesen heutigen Zeiten. Ne, und ich denke da einfach an die Zusage, die der Herr Jesus einmal seinen Jüngern gemacht hatte, dass er hingeht zum Vater, um eine Wohnung vorzubereiten für seine Jünger. Nun, da kann man sich alles Mögliche vorstellen. Möglicherweise sind diese Vorstellungen eingeschränkt durch die eigene Erfahrung oder eigenen Erkenntnisse, wie eine Wohnung auszuschauen hat. Da gibt es natürlich auch sehr viele und verschiedene Geschmäcker. Manche sind sehr spartanisch. Da ist da nicht einmal ein Tisch oder ein Stuhl im Raum drinnen. Bei den anderen ist es vielleicht vollgestopft mit allen möglichen, teilweise Antiquitäten. Also, und da fühlt man sich wohl, weil man da zu Hause ist. Und ein Zuhause ist etwas, ist ein Ort der Geborgenheit normalerweise, der Sicherheit und des Wohlbefindens. Und das ist und ein Geschenk Gottes. Nun, im heutigen, um auf den Punkt zu kommen, in dem heutigen Text, da sagt der Psalmist auch etwas über Wohnungen. Und er sagt Folgendes. Er sagt, wie lieblich, also das ist schon mal eine interessante Beschreibung, ne? Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. In Psalm 84, Vers 2 können wir das nachlesen oder überhaupt wiederum mal den ganzen Psalm. Es geht ihm einfach darum, um eine Stätte, von der er wusste, dass da ist Gott in besonderer Weise präsent und gegenwärtig. Und diese Gegenwart Gottes hat immer wieder, da wo es einem bewusst wird, Auswirkungen. Nämlich, dass man entweder, ja, so wie Mose, als er plötzlich in der Gegenwart Gottes sich befand, obwohl Gott überall und nirgendwo ausgeschlossen ist. Aber dort, wo er seine Gegenwart in einer besonderen Weise manifestiert und offenbart, das ist einfach umwerfend. Und immer wieder dort, wo Menschen das erlebt haben, die konnten oft gar nicht anders, als wie sich einfach, ja, dass sie einfach am Boden gelegt und wie niedergeschmettert da waren, weil einfach die Gegenwart Gottes so heilig, so gewaltig war. Und in dem heutigen Text hat der Psalmist eine Erkenntnis gehabt über die Wohnungen Gottes, dass sie auch lieblich sind, dass es eine Geborgenheit dort gibt, die man sonst nirgendswo findet. Und das ist und bleibt einfach ein Geschenk an alle Menschen, die bewusst und auch persönlich gerne bewusst in der Gegenwart Gottes sich aufhalten. Sprich Gebetszeit, stille Zeit, ein modernerer Begriff, den ich nicht besonders mag, weil es auch oft mit orientalischen Techniken in Verbindung gebracht wird, also Meditation. Aber da, wo der Mensch einfach stille wird, ruhig wird vor Gott, da kann ihm auch diese Lieblichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes in einer besonderen Weise geoffenbart werden.
Und das ist und bleibt ein Geschenk. Der Herr Jesus geht sogar so weit im heutigen Lehrtext, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also da, wo Menschen sich in Jesu Namen treffen und Gemeinschaft haben, und vor allem nicht nur um zu diskutieren, sondern miteinander mit dem Herrn zu reden, auf sein Wort zu hören, da ist Gott ganz besonders präsent. Haben wir das nicht schon oft erlebt? Bei Bibelstunden, bei Predigten, bei Botschaften, bei Zeugnissen. Da, wo es um den Herrn ging, dass man da selber bei Liedern, dass man da in besonderer Weise berührt wurde und ein Wohlempfinden erleben durfte. Ich denke da gerade an dieses Lied, mir ist wohl in dem Herrn. Ja, wenn wir im Herrn sind, dann kann uns wirklich wohl werden, trotz mancher widerlicher Umstände, Situationen, Herausforderungen. Aber mir ist wohl in dem Herrn trotzdem. Ja, ich wünsche dir auch heute wieder einen guten und einen schönen Mittwoch, Tag der Mitte. Und möge der Herr dich auch weiterhin durchtragen, was er von ganzem Herzen tun will, wenn du dich tragen lässt. Okay, Servus. Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Als Wohnung für den heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde. Die Säule und der Wahrheit Kron. Wie Edelsteine schön geformt, aus seiner Gnade durch das Wort. Wenn wir uns lieben und vertrauen, Halleluja, dann wächst der Tempel mehr und mehr. Dann wächst der Tempel mehr und mehr. Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Als Wohnung für den heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde. Die Säule und der Wahrheit Kron. Wie Edelsteine schön geformt, aus seiner Gnade durch das Wort. Wenn wir uns lieben und vertrauen, Halleluja, dann wächst der Tempel mehr und mehr. Dann wächst der Tempel mehr.